Der Trooper Wargaming spielt auf dem Gelände von Urban Artworks, euer 3D-Spezialist für cooles Tabletop-Gelände und Figuren. Der Trooper Wargaming wird unterstützt von Kotami, euer Laden fürs Hobby. Herzlich willkommen zum nächsten Bad Report hier bei Death Trooper Wargaming. Wieder hier auf dieser wunderschönen Industrie-TIE-Fighter-Platte, TIE-Fighter-Fabrik-Platte. Diesmal dabei haben wir wieder die Rebellenallianz gegen die Republik. Eine Wookiee-Lando-Liste gegen eine Sabertank-Liste. Seid gespannt, was dabei rumkommt. Dann sind wir gleich mit den Armeelisten wieder für euch dabei. Angeführt wird die Rebellenliste von Lando Calrissian. Der hat als Ausrüstung dabei strikte Befehle und offensives Vorrücken, habe ich dir mal gegeben. Dann haben wir natürlich ein R2-D2 mit dabei, weil ist das R2-D2, er ist halt dabei. Dann haben wir 3 Mark II Geschütze ohne Ausrüstung, 3 Veteranentrupps, 2 mit der schweren Waffe und alle mit dem Aufklärungsbericht. Und um das Ganze abzurunden, 3 Einheiten Wookies mit dem Bowcaster schwere Waffe, der Hartnäckigkeit und dem offensiven Vorrücken. Das Ganze kommt bei 799 Punkte raus, sind 11 Aktivierungen und wollen mal gucken, was sie gegen die, gegen die gepanzerte Macht der Klone machen können. Gut, schauen wir uns das gleich mal an. So, dann gucken wir uns auch schon die Klonarmee an. Was haben wir denn diesmal hier mit dabei? Wir haben einmal den Klonkommandanten. Der hat den tragbaren Scanner dabei, um mehr Dodge-Token für Partner zu generieren. Genau. Ich glaube, ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Wir haben eine Partner, die ganz viele Tokens verteilen wird. Ich muss das kritisch und so alles dodgen, ne? Das geht ja nicht. Alles klar. Sie hat auf jeden Fall, die Partner hat noch Wachsamkeit dabei. Okay, nicht ihre schwere Waffe? Also ihre. Nö, leider nicht. Okay, alles klar. Punkte, okay. Dann habe ich Phase 2 mit einem Z6. Dann Phase 2 mit Files. Ah, okay, ja. Dann eine Phase 1 mit dem Spezialisten. Okay, Dodges. Genau. Dann habe ich R2-D2 mit C3-PO. Ja, sieht man auch selten, aber wenn man ein Partner dabei hat, dann ist eigentlich C3-PO auch immer mit dabei. Ach, voll hintergrundgetreu und so. Ja. Ich versuch's. Dann habe ich einen Arc-Truppler, ganz normal, mit der schweren Waffe. Dann einmal noch ein Strike-Team mit Echo. Ja, klar. So, und dann kommt auch schon das, eigentlich das Herzstück der Liste, der Saber-Tank. Muss man kurz ein bisschen freimachen. Ja, klar. Der hat einmal dieses Twin Laser-Turret, gekoppelte Zielvorrichtung, Armor-Piercing-Shell, was natürlich gegen deine Liste gar nichts bringt. Ja, gut, aber wenn man sie mal benutzt, hat man halt einen roten Würfel statt einem schwarzen mehr, sage ich mal. Ne? Ja. Gut, kein kritisch dafür, aber mein kein Gott. Kein Impact. Ja. Natürlich nicht. Aber gut, alles klar. Ja gut, sind wir gespannt. Ja, 800 Punkte sind es genau. Ha. Locker, 1 Punkte bitte reicht komplett, um blauer Spieler zu sein hier. Gut, sind wir mal gespannt, was die Panzerliste gegen die ganzen Wookies machen wird. Und ja, schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall ein paar Lebenspunkte mitgebracht. Gut, dann sind wir gleich mit der Aufstellung, Mission und so wieder. So, wir haben aufgestellt, es ist rausgekommen, der Sprengstofftransport. Disarray und gutes Wetter. Wir haben auch platziert, hier ist ein Bombenwagen der Rebellion. Hier ist der Bombenwagen der Republik. Die Republik muss den Bombenwagen hier einmal rüber zu diesen Röhren bringen. Und die Rebellion muss diesen Bombenwagen hier einmal ganz rüber zu diesem Türmchen bringen. Also Disarray macht das Ganze sehr, sehr interessant. Es wurde Patmos Dreierpip in der Aufstellung gespielt. Das heißt, sie hat jetzt nicht zuverlässig, dafür aber Secret Mission. Und dann wurde hier halt so aufgestellt. Also hier ist einmal R2-D2. Hier sind quasi die ganzen Veteranen und Geschütze und eine Einheit Wookies. Diese Einheit Wookies ist jetzt auch der Commander geworden, weil Lando infiltriert ist. Hier haben wir dann quasi alles von den Klonen minus ein Arc-Team. Ja, weil Disarray muss ja eine Einheit woanders hingestellt werden. Dann haben wir hier vorne 2 Einheiten Wookies. Dann ist Lando hier vorne hin infiltriert und da vorne ist das Arc-Team, was bei Disarray auf die andere Seite musste. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ganz verrückte Aufstellungsarten und Mission. Und dann schauen wir gleich mal, was jetzt die Command-Karten und die Würfel und all das hier bringt, was hier alles Lustiges passiert. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal. Also ich kann auch schon sagen, was ich spiele. Ist schon relativ klar. Wir haben auch eine 3er-Pip, den Feuerschuss als erstes.
Das heißt, es ist gleich ein Roll-Off, wer anfängt. Da fängt der blaue Spieler natürlich an zu würfeln. Und bei Block fangen die Rebellen an. Dann fangen die Rebellen sogar an. Da verteilen wir Befehle und sind dann gleich wieder da. Gut, dann fängt auch das erste Geschütz halt an. Die Rebellen haben dann quasi alle Befehle an die Core-Einheiten verteilt. Die Wookie waren der Command, das ist gar kein Problem. Hier hat Padme ihren Befehl an den Saber-Tank gegeben. Und dann wurde hier noch mit Fives und Koordinieren und all sowas an Fives und die Phase-1-Einheit gegeben. Dann fängt das erste Mark-2-Geschütz hier an. Es hat ein bisschen Angst, dass es einfach erschossen wird. Deswegen will es einfach anfangen. Es zielt und schießt. Auch mit dem Saber-Tank in die Seite. Ja, Deckung ist wahrscheinlich egal. Gucken wir aber gleich mal. Ja, wir zielen. Dann wäre das zwei Stück, weil Critical und da. Wucht kommt dann zwei durch. Einer wird gedodged. Einer wird Raubmanöver. Auf jeden Fall. Dodge-Token auf jeden Fall. Und dann würden wir noch den Header. Okay, alles gut. Die Phase 1 haben Dodge-Dodge-Recover gemacht mit ihren Spezialisten. Dann kommt das nächste Mark 2. Das hat sie auch in Reichweite 3 aufgestellt zum Saber-Tank. Und zielt und schießt mal auf den Saber-Tank. Oh mein Gott. Gucken wir mal. Oh, drei Crits schon mal. Du brauchst gar nicht mehr würfeln. Ja. Moment, hat er Deckung? Ah, das ist ja diesmal Deckung, aber. Stimmt. Diesmal von hier aus hat der Saber-Tank Deckung. Das heißt, dann würfel ich mal einfach einen neu, um noch einen Crit zu würfeln. Mhm. Oh, okay. Also drei. Also zwei werden wahrscheinlich gedodged. Genau, den Veteran-Klonpiloten nehme ich. Ja. Dodge quasi zwei. Du musst da einen verteidigen. Hui. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Okay, das waren die ersten Marks so hier soweit. War halt ganz interessant. Verteile ich nochmal einen Dodge-Marker weiter durch Covering Fire. Und dann geht's gleich weiter. Der Lando wurde gezogen. Der bewegt sich und schießt dann auf die Arc-Truppe. Der kann beide Modelle sehen. Hat ja eh auch Scharfschütze 2. Er nutzt offensives Furchen für den Zielmarker. Schauen wir mal. Ja. Auch er nicht, okay. Aber sicher, sicher. Drei Würfel. Drei. Genau, PS1, Imperius. Sind tot. Kein Search-Token, genau. Haha. Das kommt davon, wenn du nicht im Klonblock stehst. Ah, sonst hätten sie überlebt, ja. Genau, jetzt den Search-Token gehabt. Genau, weil das ist jetzt eine Leerseite, weil kein Search-Token. Dann wird der gepierst und dann keiner verteidigt. Und dann. Haha, hat Lando. Wow. Lando hat getötet. Okay, dann sind die Klone weiter da. In der Zwischenzeit hat Padme ein paar Tokens gesammelt. Ich glaube, der Klon-Commander hat hier einen Dodge-Token gegeben. Tragbaren Scanner, genau. Genau, mit tragbaren Scanner. Sie hat selber Quick-Thinking und Dodge gemacht. Und R2 hat mit Kalkulieren nochmal ein Suppression. Und Dodge und Zielmarker verteilt. Also alle Tokens auf Padme. Die Rebellen haben sonst nicht mehr so viel gemacht. Haben noch ein Geschütz, was nach vorne gegangen ist, ein Standby genommen hat. Jetzt kommt der nackte Rebellentrupp hier nach vorne mit vier mächtigen schwarzen Würfeln in die Seitenpanzerung des Panzers. Gucken wir mal, ob wir den Guten einfach ein bisschen beschäftigen können. Das sind aber wieder Sachen. Unglaublich. Ja, das sind drei Stück. Hier muss ich auch drei Dodge-Token wieder ausgeben. Was ist das? Krass. Also. Ach nee, du hast ja gar keine. Das war ja, das wären nur zwei. Du hast ja noch die schwere Sache dabei. Sie haben keinen kritisch, aber sie haben mehr Wucht durch die Seite. Deswegen sind es drei ja schon richtig. Okay, die haben halt Search, die konvertieren von Haus aus. Dann ist das. Genau, weil ich habe ja hier zwei Crits gewürfelt und ein Search und die konvertieren von Haus aus zu Treffern. Ja. Wucht in der Seite macht den zum dritten Crit. Drei Dodge-Tokens weg von Padme. Gut, dass ich sie hatte. Es ist super, wenn man einfach nur Tokens erschießt. Man freut sich richtig doll. Nico wurde gezogen. Das ist ja auch der letzte Arc-Truppler, der übrig ist. Mhm. Der bewegt sich jetzt locker in Reichweite 5 zum Geschütz mit dem Standby-Token. Das heißt, da wird jetzt einfach sich ein bisschen bewegt, kriegt einen Zielmarker dadurch und probiert den Standby auf jeden Fall runterzuschießen. Ja, dann ein Lebenspunkt. Den würde ich dodgen. Ach, scheiße, dann gebe ich den Zielmarker nicht aus. Genau, du kannst natürlich vom Pad mit Zielmarker benutzen, um noch neu zu würfeln oder sowas. Nee, das lohnt sich nicht. Okay. Soll für den Panzer, der soll ja Schaden machen. Okay, dann verliere ich quasi beide Tokens hier und krieg noch einen Suppression-Token. Alles klar. Oh, die nächste Veteran schafft es auch in Reichweite 3 zum Saber Tank. Und dann schießt sie einfach auf dem. Sie sieht leider nichts anderes, weil er so gut die Sichtlinie versteckt da vorne. Deswegen schießen wir mal ein bisschen mit der Reichweite 3 unter schweren Waffe. Oh, es sind zwei kritische. Dann haben wir die Impact. Das heißt, es wären vier sogar. Kritisch 2? Genau, kritisch 2 auf der Waffe. Genau. Ja. Und dann, wie gesagt, einer wird gedodged. Ja. Dann kann ich quasi drei würfeln. Oh, ist das spannend. Wird der Schaden nehmen? Und zum Glück habe ich ein Zerstörer durch Polster auf dem wunderbaren Panzer. Irgendwie nicht befriedigend, die Runde für dich.
Na gut, dann noch nicht. Ja. Deshalb, also es ist ganz viel wenig passiert, sage ich mal. Die ganzen Klone haben sich nur positioniert, weil nichts in Reichweite und Sichtlinie war für die. Sonst haben sich hier Veteranen noch positioniert. R2-D2 hat sich bewegt. Und sonst ist jetzt hier die letzte Aktivierung der Klone. Das ist der Sabertech, bewegt sich hier auf die kleine Plattform rauf und schießt dann in einen Truppveteran mit schwerer Waffe rauf. Mhm. Ja, genau, das macht er einfach und dann schauen wir mal, was da passiert. Mit den Armor-Piercing-Shells? Genau, also neun lustige Würfel. Mhm. Und 3 Zielmarker und 3 Zielmarker. Ja, siehst du. Ja, siehst du, die brauche ich auch. Oh, die brauche ich auch, alle 3 Zielmarker. Ja, was soll ich denn sagen? Erster Zielmarker. Ja. Oh, okay. Wow. Wo ist wirklich Zielmarker? Zweiter Zielmarker. Ja, besser. Okay, das ist schon besser. Und der letzte Zielmarker. Okay. So, was haben wir gesagt für eine Deckung? Durch den TIE Fighter bestimmt alleine schwere Deckung. Ja, schwere Deckung, du hast einen Dodge wahrscheinlich. Also, genau, also 3, sind das 4? Genau. Okay. Ich hätte mehr erwartet, weil so viel Zielmarker. Ja, einfach besser würfeln. Das ist ja der ganze Trick. 2 gesaved sogar, unglaublich. Das heißt, zwei Veteranen hier werden hier rausgenommen von den Truppen mit schweren Waffe. Dort Token helfen auch. Und dann sind noch ein paar Wookies dran, die Runde. Und das war es dann schon in der ersten Runde. Die Wookies werden wahrscheinlich auch nur bewegen. Schauen wir mal. Haben sich im Endeffekt nur Wookies bewegt. Hier vorne ist eine Einheit gedoppelmoved. Hier vorne steht eine Einheit. Und da steht eine Einheit gedoppelmoved. Ja, spannend auf jeden Fall, weil erste Runde. Die Wirklich haben sich schon beide einmal bewegt. Hier vorne einer. Und hier oben ist einer. Schauen wir mal, was die Runde 2 gleich Lustiges bringt. Dann haben wir die synchronisierte Offensive gegen Smokescreen, was zu voller Einsatz wurde durch Lando mit den Contingencies. Damit dürfen auf jeden Fall die Republik anfangen. Und ja, und Lando darf ein paar Befehle verteilen und darf halt lustige Dinge ansagen, wenn er verteidigt und angreift. Schauen wir mal. Okay, Fives fängt damit hier an. Hier wurden Befehle verteilt, ein Sabertank natürlich. Dann halt hat Fives die Grünphase 2 und die Dodge-Maschine den Token gekriegt. Mhm. Fives fängt an und schießt auf die eine Wookiee-Einheit hier vorne. Genau. Und ja. Und dann bewegt er sich. Dann bewegt er sich weg. Genau. Dann haben wir seine 7 schwarzen Würfel. Das sind doch Würfel, die ich mag. Also 5 mit Search. Genau. Der geht den Search natürlich dann aus. Okay, dann haben wir leichte Deckung. Genau. Also 4 verteidigen. Ha! Dann 2 verteidigt, sie sind nur wütender geworden. Oh. Das heißt, 2 Lebenspunkte, ja. Und ein Suppression für die Wookies. Dann kommt die Wookie halt hier auch dran, die sammelt nicht ihren Suppression, was sie ganz cool findet sogar. Oh. bewegt sich hier nach vorne in Reichweite 2 zu Trupp Grün und schießt auf die ohne Deckung. Auf welches Pushers machen wir das? Genau, wir haben Zielmarker und offensives Vorrücken benutzt, weil. Sind wir ehrlich, die Wookiee-Einheit gibt es nicht mehr lange. Probiert jetzt noch ein paar Klone mitzunehmen. Und schauen wir mal. Okay, das sieht ganz gut aus. Wir haben einen Zielmarker, die konvertieren natürlich offensiv. 4-1 haben wir durch den Caster, ne? Genau. Ja, noch einer mehr. 5 Stück ohne Deckung. Dann gehen 2 Stück. Nein, okay. Angeschlagene Veteranen sind jetzt dran, die bewegen sich hier nach vorne. Und schießen dann auch auf Team Grün in Reichweite 3. Mhm. Haben auch entsprechend schwere Deckung mit den Suppression, also gar kein Problem. Mal schauen wir mal, was passiert. Gut, 4 Crits. Crit City heute auf jeden Fall. Wow, und ich hab, ja, 4 nicht würfeln müssen. Genau, keine Awareness, das heißt 4 Safe. Und dann habe ich natürlich einen Search-Token. Ja, das hast du auf jeden Fall. Genau. Hätte schlimmer sein können, aber interessant auf jeden Fall. Warte. Es waren schon mal R2 hier dran, der hat auf Padme kalkuliert. Auf der anderen Seite war ein R2-D2 dran. Der hat sich auch nur zusammen bewegt, also ganz unspannend. Und jetzt schaut er sich denn auf die vom Panzer aus? Ja, da sieht 2 Modelle, glaube ich, sogar, ja. Oh, dann muss ich überlegen, ob ich vielleicht das sogar vorher aufteile mit Fallsupport durch die Kunden. Oh, das ist auch möglich. Das ist auch keine schlechte Idee. Ich glaube, ich werde es machen. Okay. Also die Hauptwaffe schießt hier. Hauptwaffe schießt auf die Wookies hier, okay. Genau, die Nebenwaffe mit Fire Support schießt dann in die Wookies. Alles klar, hast du auch nur 2 Zielmarker quasi. Genau. Und kannst das nutzen, wie du möchtest. Ja, okay. Ich fange erstmal mit der Hauptwaffe an. Mhm. Und dann 6 lustige Würfel. Mhm. Kritisch 1, wenn ich recht entsinne. Ja, kritisch 1. Das heißt, so wird der kritische durchkommen. 1 Zielmarker nutze ich. Ach ne, Moment, also der meiste war so, ist schwarz, sorry, genau, muss erst mal nachdenken. Okay, das
Treffer wird nicht besser. Wird nicht besser. Gut, okay. Dann ist der Crit, der durchkommt. Dann machst du sie vielleicht nur wütend. Mhm. Nee, nee, noch nicht mal das. Interessant. So, dann die anderen Sachen. Das noch ein schwarzer und 6 weiße. Oh. Und 3 schwarze von Haus aus. 3 schwarze. Nee, 4 schwarze. Da müssten 4 schwarze, genau. 4 schwarze, 6 weiße sein. Ja. Genau, auf die Buchen. Und ich werde Deckung. Ja. Wow. Das ist noch nicht so viel. Nee. Das ist noch ein Zielmarker. 2 Zielmarker theoretisch. Ah, ja. Pappe. Aber stimmt, das lohnt. Ja. Das weiß ich auch nicht. Ja, ja, nochmal. Nimm den von Pappe. Boah, kritisch, passt, ja. Ja, aber trotzdem, 2 Stück war so viel, das ist... Sorry. Das ist noch nicht ideal, aber 2 Lebenspunkte auf den Wookies. Okay, das war... Der Sabertank will noch nicht beeindrucken, aber er hat ja noch ein bisschen Zeit. So, jetzt haben wir die Mark IIs, die anfangen auf den Panzer schießen. Die erste fängt an, zielt und schießt auf den Panzer hier. Diesmal nicht in die Seite, also gucken wir mal. Ein Crit schon mal. 3 Gut, dass ich sie alle dodgen kann. Padma hat ein paar Dodges. Ach stimmt, und du hast den Veteranen, genau. Pilot. Eieiei. Wird genutzt. Genau. Aber ja doch. Könntest du noch einen Dodge-Token aufbehalten, falls noch Wookies kommen? Ja, machen wir es lieber so, das recht. Genau, okay, cool. Dann war... Hälter. Wird einer gewürfelt, ja. Der hält. Das macht er, das Saber-Tag ist solide. In der Verteidigung. Jeden Saber-Tag geschafft, interessant. Okay, das war die erste Mal. Man sieht sich einen Mühe nach vorne, in Reichweite Dry, zu diesen Wookies hier vorne. Kriegt einen Zielmarker dafür, schießt er mit seinen beiden Waffen auf die Wookies. 2, das sind ja quasi... Entweder neu würfeln, was wahrscheinlich besser ist bei dem Safe, oder... Ja, ist es auch. Nee, mach schon einen roten, du brauchst doch... Das war doch ein... Das eine war ein Treffer? Sorry. Nee, das war ein Treffer, ja. Genau, ja, genau. Einen roten mal. Genau, dann kommen 2 durch. Oh ja. 2 Lebenspunkte, dann sind nur noch 2 Wookies da. Nächste Mark II macht dann weiter und zielt und schießt auf den Panzer hier vorne. Gucken wir mal. Schon mal 2. Die sind aber auch solid. Die Mark IIs sind richtig heiß bei mir, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. 2. Okay. Eindeutig diesmal. Okay. Nochmal. Das ist ja. Muss ich auch treffen hier. Nochmal. Spannend. Oh, gar kein Problem für den Sabertank. Gar kein Problem. So, nachdem jetzt der Commander wieder gebolzert hat und Dodge-Token verteilt hat. Kommt die nächste Mark II und zielt und schießt auf den Panzer. Oh mein Gott. Gucken wir mal. Gut, dass ich einen Dodge-Token habe. Okay, zielen. Okay. Bleib bei einem diesmal. Ich würfe diesmal die Dodge-Token. Ja. Die Bookies kommen noch dran. Ja, ist sinnvoll. Okay, er hält ihn. Grundsolide. Er hat sich zurückbewegt und Standby genommen, um sich ein bisschen vor den ganzen Bookies zu schützen. Es wurde auch die Bookie gezogen, die hat sich jetzt erstmal hier bewegt. Und jetzt wird auch ein Standby von Fives genommen hier. Und er schießt einmal auf die Wookie-Einheit, kommt der drauf. Ja, schauen wir mal. Wie viel schwarze Würfel? Schwarze Würfel. Oh, das ist mal ein sehr guter Wurf. 4 Stück, die du würfeln musst. 6, genau, ja, dann sind es 4. Das sollte ein toter Wookie sein. Nein. Doch, stimmt, die haben ja kein Verwirrt. Ein Wookie genau rausgenommen und dann überlege ich, was ich mit meinen weiteren Aktionen hier so mache. Zweite Aktion dann, schießt die Einheit hier auf die Phase 2. Die Angeschlagenen haben leichte Deckung durch Suppression und noch einen Dodge-Token durch Padme, wenn sie es möchte. Und vieles Dodge-Token. Gucken wir mal. Sind dry. Okay, natürlich dodge ich an. Ja, einer würde in Deckung gehen. Mhm. Also einer durch Pierce. Ach stimmt, die schwere Waffe ist also weg. Juck, alles klar, das waren dann da vorne die Wookies. Und die Klone sind auch schon durch. Mhm. Das heißt, dann haben die Rebellen noch ein paar Aktivierungen, mit denen die ein paar lustige Dinge probieren zu tun. Dann die Veterani bewegen sich vom Häuschen hier vor, in die Reichweite 3 zum 5 und schießen mal ein bisschen auf den. Ich schieße mal nicht mehr so viel auf den Panzer, irgendwie passiert da nicht so viel. Auf Kritz. Schwere Deckung, Kritz. Aber 3 Kritz, gar kein Problem, auch auf weißen Würfeln. Easy, easy. Voilà. Ja, machen wir einen. Oh, einer, alles klar. Das ist noch. Okay, das waren die Veteranen. Dann haben wir noch einmal Wookies, Lando und der nackte Veteranentrupp hier vorne. Nackte Veteranen bewegen sich hier noch und die schaffen es R2D2 hier unter dem Ding ohne Deckung zu sehen. Sieht man vielleicht schlecht, aber durch die werden nicht die Treppe verdeckt. 4 lustige schwarze Würfel. Mhm. Für 2 Ergebnisse, also 2 Saves auf R2D2. Ich habe nur weiße, dafür bin ich umgekehrt. Yeah. Verrückt. Oh, 2 Lebenspunkte, nur noch 4. Schauen wir mal. Genau, dann kommen noch Wookies und Lando dran. Ja,
haben wir noch ein bisschen Platz. Jetzt ist Lando dran. Jetzt machen wir was komplett Unrealistisches und Dummes. Aber wir bewegen uns und sagen, ich würfel einen Crit. Wenn ich einen Crit würfel, dann kriege ich 2 Crits dazu. Oh no! Ich sag, bei deinen Crit-Würfeln. Ja, genau. Gucken wir doch mal, wer es schafft. Das ist leider vor. Und wenn nicht, dann negiert man alles. Genau, dann negierst du 2 Ergebnisse. Ha! Also muss ich schon einen Crit würfeln, aber spielen hier mal, geht ja um nichts. Ach, der Spieler. Sehr gut. Okay. Schade. Bekommt ihr was zu flashen, oder? Ja. Nee, du negierst 2 Ergebnisse, also mache ich nicht meinen Treffer. Oh, okay. Genau. Achso, okay. Du hast schon reinfallen das Wort. Ja, du entfernst die Würfel komplett, das heißt, die Würfel sind nicht da. nichts passiert. Also ist doch eigentlich intelligenter zu sagen, ich gehe auf Treffer, oder? Nee, das kannst du nicht. Du kannst nur sagen Kritz oder Halbblock bei dem Wurf. Okay. Genau. Und das wäre jetzt halt witzig gewesen, wenn man da jetzt 3 Kritz halt so hätte auf den Panzer gehen können quasi. Hätte man da halt auch. Mach noch einen Wurf. Wir müssen mal sehen, ob das möglich ist. Gut. Ja, ist halt 1 in 8, ne? Macht halt Sinn mit einem Zielmarker oder sowas oder mit einem Fire Support, das ist auch ziemlich witzig. Stimmt. So, ne, weil man dann auf einmal halt 6 Würfel schmeißt. Ja. Aber ist okay, war jetzt nur eine Spielerei. Die Wookies haben sich zwischenzeitlich auch zweimal bewegt. Und dann kommt gleich die dritte Runde. Ja, schauen wir mal. Okay. Dann die dritte Runde geht mit hier, unser Schicksal liegt in euren Händen, gegen sabotierte Kommunikation. Die Floorfall-Karte wurde gespielt, sodass ich halt keine Lando-Karte spielen konnte oder keine Reservekarte benutzen konnte. Plupp. Und Anfang tut der rote Spieler. Sehr gut. Okay, cool. Das darf ich Befehle verteilen. Und ja. Ja, es wurde gezogen. Da wurde leider der einzelne arme Phase 2-Klon hier gezogen. Ja, und der hat jetzt einfach Zielen Standby gemacht, einfach um hoffentlich noch irgendwie die Armee supporten zu können. Schauen wir mal, was wir gegen ihn tun können. Ja, dann überlegt sich die Rebellen, was sie machen. Die werden wahrscheinlich auch einfach ziehen und gucken, was passiert. Hoffentlich ein Lugi. Ja, vielleicht auch. Ich bin auch mit was anderem zufrieden. Gucken wir mal. Eine Chorherr gezogen, da kommen die Veteranen hier dran, die bewegen sich. Und schießen auf den einzelnen Klon. Gucken wir mal, was die machen können. Auf jeden Fall den Standby runternehmen. Ja, das auf jeden Fall. Das sind 4 Ergebnisse. Dann darf der... Ja. Das passt man dafür natürlich dort schon. Nein, das lohnt sich für den einzelnen nicht mehr. Eine Leerseite ist dabei. Genau. Yay! Gut. Hat sie nicht gelaufen. Bart hat sich gedacht, nee, für dich. Für dich gebe ich keinen Token aus. Sehr freundlich. Okay. Yay! Rebellenveteran, yay. Okay. So, das Madame Patna macht Quick Thinking und schießt dann mit Fire Support von 5 in die arme, unschuldige Wookie-Einheit hier vorne. Gucken wir mal, wie sind ja hier. Nur 9 schwarze Würfel. Ja, muss doch schon passieren. Einfach mal gut würfeln, sag ich mal. Ne? Ja, du hast genau Treffer, du hast einen Zielmarker, wenn du möchtest. Zielmarker. Nee, ich glaube, den will ich diesmal für den Panzer aufbewahren. Weil wie viele sind das? Da kommen 7 durch. Du hast. Oh, wenn ich natürlich. Wenn du alle triffst, dann könntest du die komplette Einheit rausnehmen. Ja, ich nehme Zielmarker, was hast ja recht. Oh, schade. Aber das ist schon sehr, 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 sehr guter Punkt. Es wird einer stehen bleiben, das hast du davon. 4-1. 4-8 Würfel habe ich dann dagegen. Ich habe noch ein Lebenspunkt. Würfel mal bitte einen weißen Würfel. es tut so weh. Ein Lebenspunkt auf den Wookies, okay. Und dann nehme ich die auch gleich. Spoiler. Okay, schauen wir mal. Okay, dann kommt Mr. Wookie dran mit seinem noch einen Lebenspunkt. Er stürmt in Nagak mit 5, nutzt dann offensives Vorrücken. Wären 3. Kannst du natürlich alle dodgen, musst du aber nicht. Du musst ja, nee, Duelist ist ja, hast du ja gerade. Doch, die haben Duelist. Die haben Duelist, das wäre jetzt mit Piers. Also nehme ich wirklich alle 3 Dodge-Token. Oh, will ich das? Ja, ich nehme alle 3 Dodge-Token. Okay, check. Hat mir ihre Dodge-Token verbraucht, aber der Wookie hat erstmal 5 gebunden und steht da erstmal noch sicher. Genau. Dann wird der Panzer hier genommen, der dreht sich einmal auf der Stelle und schießt dann in die nächste Wookie-Einheit hier vorne. Ja. Wir haben 9 Würfel, wir haben 1 Zielmarker. 1 Zielmarker. Aber. Ganz okay. Mhm. Mal ein guter Wurf für den Panzer. Mhm. Sehr schön. Quasi dann 7 Treffer. Mhm. Also 5 Saves für die Einheit. Weil schwere Deckung. Ja. 5 Lebenspunkte. Oh, nicht schlecht. Ja, nächste Core-Einheit bewegt sich und schießt ohne Deckung auf R2 und C3PO. Schauen wir mal.
Für 3 Ergebnisse werden sie auf jeden Fall überleben. Mhm. Oh ja, dann nur ein Lebenspunktverlust, gar kein Problem. Das ist nicht schlecht. Und natürlich den Suppression. Alles klar. Der Commander wird sich in Mühe nach vorne, um in Reichweite 3 zu den Wookies hier zu kommen. Und schießt dann mit seinem Blaster in schwere Deckung. Für zur leichte Deckung. Genau. Das heißt, einer. Ein Safe darf ich machen. Oh, oh, hoffen wir es mal. Die 6. Nein. Okay, dann wird der Commander hier weggenommen und mit einem anderen dahin platziert. Gut. Schauen wir, stellen wir gleich alles richtig. Nächster Veteran bewegt sich hier nach vorne und schießt auf Echo und seine Gang. Gucken wir mal. Ein Crit. Gute Würfel. Gesaved, okay. Kein Problem, nur Suppression. Da ist der Echo hier dran, bewegt sich nach vorne und schießt dann auf die Wookie-Einheit hier vorne in schwere Deckung. Schwere vielleicht dann, ne? Ja. Das sind zwei Crits und weil ich einen Zielmarker habe, nehme ich einen Zielmarker. Und für Neuwürfel, PS, genau. Ist egal. Oh ja, 3 Crits. Sehr gut. Gucken wir mal, ob ich einen Safe habe. Oh, 2 diesmal. Okay, nicht schlecht, dann nur Suppression und eine Wunde auf den Wookies hier vorne. So, dann haben wir Mark II wieder, die zielen und schießen auf den Panzer. Gucken wir mal, was da passiert. Der erste hier fängt an, den hat er Saber Tank Deckung. 2 Crits, schau mal. Zielen. 3 Crits. Nee, der geht in Deckung. Ach, Deckung. Oh, 2 kommen durch. Oh, 2 Runden, weil er keinen Search hat. Unser Partner hat keinen Search. Oh, unglaublich, unglaublich. Schaden auf den Saber Tank. Das ist die Runde. Man muss sagen, ich habe jetzt auch mit dem Saber Tank Schaden gemacht. Dementsprechend kriegt er selber auch Schaden. Ich denke, das ist wohl okay. Okay, so Mr. Lando, der wird sich hier hin und schafft es nur in Reichweite auf die Phase 1 hier vorne, aber warum nicht? Doppelkrit. Ja, da, also gut. Also geht ja eigentlich. Wahrscheinlich 2, ne, würde ich mal behaupten. Dann gucken wir mal, was die Saves sagen. Ja, das sind 2. Okay, mit PS1 oder 2 Phase 1 raus. Ping, ping. Piu, piu. Und da hat Phase 1 hat er zum Beispiel nicht gesammelt und dann einfach einen Dodge genommen. Jetzt kommt weiter mal zu uns, die Glück auf den Panzer probieren. Fängt die nächste hier an, ohne Deckung ab jetzt. Ja, ziehen wir. Zwei. Ich dodge einen? Ja, dodge den Crit, genau, dann ist einer. Ach, das geht ja hier richtig schlecht los. Unglaublich, ich krieg ihn. Ich sag's euch, ich krieg ihn doch noch. Da sind weiter nur noch Rebellen dran, die Republik war komplett dran. Ja. Deswegen schauen wir mal, was wir ziehen. Ich hoffe mal, der Mark II, dass wir das einfachste machen. Ne, Wookies, die muss ich leider genau bewegen. Damit ist die Wookies hier sammeln einen Suppression zum Glück. Dann nutzen die Offensive Push und gehen in den Nahkampf mit Fives. Haben dann 5 Würfel. Ich gebe den Zielmarker aus. Ich muss nicht neu würfeln. Das heißt, 5 Saves für Fives. Wow. Du hast 5 Leben. Ein Dodge-Token auf ein Dodge-Token, nämlich 4. Genau, das heißt 4 Saves. 3. Scheiße, dann lebt quasi nur noch Fives mit einem Leben. Oh ja, dann ist der Surf-Show, ja, oh, krass. Wookies haben ein paar Arme ausgerissen. Krass. Böse Wookies, vor allem jeder Wookie hat 2 Arme ausgerissen. Ja, um Gottes Willen. Komm, jetzt nochmal zu. Ziel schießen auf den Saber Tank. Okay, das ist noch nichts. Ja. Einer. Einer nur, genau. Kein Surfshop, oder? Nee, ich, ist das 5? Muss ich einmal kurz schauen. Das ist 5. Ja, ach, du hast doch den Veteranpiloten, genau. Ja. Nee, du hast den für den Dodge-Token genommen von den Phase 1. Fuck ja, fuck. Ja. Also dein Leben verloren. Du hast recht. Schon 4 verloren. Unglaublich, wie schnell es auf einmal geht. Gut, dann haben wir noch R2 und die andere Einheit. Ja, jetzt haben wir leider nur ein Suppression, das heißt, ihr schießt einfach nur auf Echo zurück und hofft, dass da was passiert. Dry, da kommt einer durch die Deckung durch, dann wird Pierce, das heißt, du darfst 2 gegen den einen würfeln. Oder so. Ich habe noch einen Dodge-Token. Na, da passiert gar nichts, alles klar. Stimmt, da war noch Dodge-Token, sonst hat sich R2 nur noch bewegt und dann sind wir in der 4. Runde auch schon. Vierte Runde sieht aggressive Verhandlungen gegen Herrn halt im Endeffekt Lando 2, der Pip Ass am Ärmel. Damit wurde halt die Kona Priorität gewonnen. Der Panzer einen Befehl gekriegt, Fives und die Kloneinheit hier vorne. Genau, die hat einen Dodge-Einheit gekriegt durch Partners Karte. Lando hat sich einen Dodge-Marker genommen. Und die Wookies hier einen Standby-Marker. Ja, die Sache werde ich jetzt ziehen. Und jetzt wird gezogen, alles klar. Genau, Echo und Arx zielen und schießen auf die Wookies, alles klar. Reichweite 2 weiterhin, schwere Deckung runter zu leichter. Wären 2, die durchkommen. Dann nehme ich tatsächlich diesmal den Pierce. Alles klar. Das heißt, sollte ein Wookie quasi verschwinden.
Ja, ja, gerade. 4 hat sich gelohnt. Dann sind 2 Lebenspunkte, nur noch ein Wookie da. Dann wird der Standby getriggert von den anderen Wookies. Die schlagen dann gleich einmal auf Hex zu. Mhm. Auf den guten Fives. Klar, kein Zielmarker, aber gucken wir mal. Für Dry. Dry Stück. Du hast... Kannst du dodgen natürlich, wenn du möchtest. Ja, du hast nämlich ja gerade kein Pierce. Das stimmt. Dementsprechend dodge ich an. Ja. Oh ja! Und Doppelsave, alles klar. Schade, war ein Versuch wert. Ja, dann kommen hier die Veteranen ran, die zielen und schießen auf die Phase 1 mit Spezialisten. So, ja, ziemlich solide. Ja, es sind nur 5 ohne Deckung. Keine Dodges mehr da. Ja. Dann nehme ich einen Surge Token, den ich auf Echo habe. Ja, das heißt, einer stirbt. Einer vergeht. Da steht auch ein Spezialist, das ist das Wichtigste. Dann der Fives mit seinem einen Lebenspunkt zielt und schlägt auf den Wookie, der noch einen Lebenspunkt hat. Gucken wir mal, ob er es schafft. Ah! Zielen. Nein! der Wookie nein. ist zu tough für den Fives. Okay. Aber mit der Rampe-Upload kann ich nicht zurückteilen. Ne? Nee, nee, nee. Ah, kann man doch, du kannst auch in die andere Richtung. Ich meine, du kannst noch in die andere Richtung. Nicht andere? Ja. Ja. Das heißt, ich nehme den vom Selberteil. Okay. Risk of fun. Keine Chance mit diesen Leerseiten, keine Chance. Wird Raglo-Pilot genutzt, also, aber... Das ist ja... Alles klar. Ich hätte okay. 3 gebraucht, 30 Backe. Nächstes Mal. Wissen wir es. Okay, dann sind die Rebellen dran. Veteranen hat hier, die zielt und schießt auf die Phase 1. Zielen. Haben leichte Deckung, also 3 Saves. Und solide, die Veteranen. Und jetzt sind sie weg. Der Seite. Ja. Noch eine Aktivierung raus. Es wird ein bisschen dünn für die Klone. Schon gucken wir mal, wie es nach der Runde aussieht. Ratne sammelt nicht ihren Suppression, aber hat der Moral 3, deswegen die 2 Suppression egal. Bewegt sich auf Reichweite 2 genau zu den Wookie hier vorne. Hat ihre 3 schwarzen Würfel. 3 Treffer mit Pierce 1. Das sollte sehr solide. Der einsame Wookie gewesen sein. Ja. Kein Search ist bei dem Wookie. Puh. Also ist auch dieser arme Wookie leider weg. Lando ist dann dran, der hat ein bisschen Angst, dass er noch vom Sabertank erschossen ist. Er geht jetzt ein bisschen in Deckung und schießt einfach mal auf den Sabertank, weil sonst nichts in Reichweite groß hat. Ach, ja. Ja. Nicht schlecht. Pierce, keine Dodge-Tugung ist mehr da. Ja, exakt. Also nur noch 4 Lebenspunkte. Nicht schlecht. Commander hier verteilt den Dodge-Tugung an Padme und schießt dann hier einmal runter auf die Veteranen mit der schweren Waffe. 3 schwarze Würfel. Oh. Schon mal ein Treffer. Ein Treffer. Deckung wird ignoriert. Ein Veteran wird gefällt hier unten. Plopp. Wieder los. Sehr die Mark IIs schießen wieder auf den Panzer. Der erste mit Deckung fängt an. Okay. Zielen, ja, warum nicht? Ah, okay. Ja. Genau da. Den. Du könntest. Ich brauche den einfach. Nee, also. Deckung. Genau, schwere Deckung, dodgen, ja, ein Dodge, kannst du machen. Check, dann ist der gedodged und dann war das erste Markt zu hoch. Dann kann der Panzer noch was machen. Ja, dann muss ich mir überlegen. Dann kommt der Sabertag, der zielt nochmal und schießt dann auf den Lando in leichte Deckung nur. Jetzt muss ich nachdenken, es ist Reichweite, mehr als Reichweite 2 bis 3, ja. Das heißt, ich kann auf dir die. Genau, du könntest mit den Shells schießen, genau. Ja. Die sind ja, haben ja besseren Würfel. Ja, du hast noch einen Zielmarker vom Partner hier rumliegen. Genau. Ja, machen wir. Okay. Okay. Chick. So, der erste Zielmarker. Ja. Und der zweite Zielmarker von Partner. Mhm. Okay, das ist ein Crit. Okay. Nicht verkehrt. Das heißt, einer geht in Deckung, einer geht in Dodge. Dann hast du 5. Überlebt er. Ja, wird's. Dann brauche ich noch weiße Würfel. Jo. 5 Stück. Gucken wir mal, was er macht. Er hat unglaubliches Glück zweimal. Ja, stimmt. Das nee, ist dann verliert er 3 Lebenspunkte, der gute Mann. Okay. Weiter. Mark Zobeschuss. Zielen, schießen auf den Panzer. Zielen. Nee, ist nur einer. Den dodge ich wieder einfach. Nee, diesmal ist ohne Deckung, deswegen macht Dodgen keinen Sinn. Ah. Weil dodgt er ein, dann kommt danach der zur Wucht. Ach so. Nein, einer. Nochmal, der ist schräg. Kein Search, weil in der Nähe. Das heißt, das ist wieder, weil er zwischendurch einen geheilt, dann hat er wieder 4 Lebenspunkte verloren.
Gut, die Rebellen sind doch ein bisschen dran. Nächstes Mal 2 rot gezogen. Ziehen und schießen. Oh ja, 3 Kritz. Die hat mehr Bock. Okay, dann ziehen wir mal den letzten hier. 4 Kritz. Einen dodge ich diesmal. Ja, diesmal kannst du dodgen. Oh yeah. Oh Gott. Ah, schade, schade. Oh, okay, Gott. Dann habe ich nur noch die Wookies. Der Einzelne fängt quasi an. Der zielt und schlägt auf den guten Pfeil. Ach, ist, ne? Um ihn sicher rauszunehmen. Er ist tot. Dann steht er da zwar alleine, aber es ist okay. Und dann kommt noch die große Wookie, die in Anführungszeichen große Wookie-Einheit und probiert was. Ja, dann kommen die Wookies dran, bewegen sich zweimal in Patna, haben keinen Zielmarker, also kein Duel das diesmal, aber gucken wir mal. Für 4 Treffer. Hm. Nur weiße Würfel. Also 3 Lebenspunkte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auch Patna halb rausgenommen. Und dann war das die Runde 4. Jo. Runde 5 sieht die Luftunterstützung gegen die Idiotenreihe im Endeffekt von Lando. Damit geht der Endeffekt oder Befehl auf den Panzer. Und Lando kriegt 3 Zielmarker und 3 Dodge-Tokens und hat jetzt Marksman und Revolverheld. Er zielt auch nochmal für die Quote, schießt dann erstmal auf den Panzer und danach wird er auf R2-D2 schießen. Hallo. Zum Glück hat er nur 2 Würfel. Das stimmt. Fangen wir an auf den Panzer. 2 Crits. 2 Crits. Ein Leben nur. Und auch R2-D2. Ich habe noch 2 Zielmarker, also brauche ich gar nicht würfeln. Also 2 Saves. Oh, ein Leben. Also. Gute Würfel auf jeden Fall. Und das war dann der Lando die Runde. Okay. Ist ja witzig, wenn er noch einen Fire Support hätte oder sowas, aber muss ich die Liste ein bisschen anders bauen, dann kann man das besser aussetzen. Das war der Lando. Der Echo wurde gezogen, der bewegt sich nach vorne. Die Pistole schießt auf den Wookie. Und der Echo schießt auf Lando. Genau. Wir machen erstmal den Echo. Das sind 2. Ja, das Problem ist, dass du ja Dodge Token hast. Ja. Deswegen. Ich überlege gerade. Das ist. Ja, ich muss auf den Crit hoffen. Deswegen würfel ich nochmal. Mhm. Ja, da ist ein Crit. Da ist ein Crit. Den kann ich nicht dodgen. Das heißt, dann verteidige ich dagegen. Dann kann ich lock. Hat nur noch 2 Lebenspunkte. Und dann das auf dem Wookie? Ja. Für ein Search. Ja, du musst den Search benutzen. Ja. Gucken wir mal, ob ich da safe. Ja. Ja. Unglaublich, da ist er safe. Der Wookie hier wird gezogen. Der zielt und läuft in den R2 rein. Und guckt, ob er da noch ein bisschen Schaden machen kann. Ich habe 3 mit Pierce. Ach, diesmal nichts. Dann steht nur noch R2-D2 mit einem Lebenspunkt. Oh nein, kein Calculate V-Ops mehr. Genau, aber wahrscheinlich wird R2-D2 den Wookie im Gegenzug umhauen. Der Commander, der einen Dodge-Tug an Patno und schießt auf den Trupp mit der schweren Waffe hier unten. Dann sind es dort kein Treffer Convert. Hab auch kein Dodge-Tug, also wirkt. Gut, gucken wir mal, ob die schwere Waffe überlebt. Nein, dann ist hier nur noch ein einzelner Veteran-Anführer. Alle Wookies wurden gezogen, die zielen und hauen auf die Partner. Zielen. Für volles Boot sind 5. 4 Stück. Einer wird gedodged. Oh ja, sie ist tot. Einer wird gepierst. Und dann reicht es ganz genau, um die Partner rauszunehmen. Nicht schlecht, Wookies. Dann steht hier noch ein R2-D2 und ein Sabertank die Runde. Gucken wir mal, was die noch machen. Sabertank hier fängt an. Ist jetzt nur noch dran. Der zielt und schießt dann auf Lando jetzt in schwere Deckung. Ja. Sieht gut, dass ich 2 Zielmarker habe. Sieht auf jeden Fall ganz vernünftig aus. Letzter Zielmarker. Gerade die Kamera war gerade ein bisschen nicht mehr aufgeladen. Haben wir kurz ein bisschen aufgeladen. Jetzt machen wir die Saves. Wie gesagt, nach den 3 Dodge-Tokens kommen 4 durch auf den Lando. Jetzt muss er 4 verteidigen und hat ein bisschen Glück vielleicht. Mal gucken. 2 Lebenspunkte hat er noch. Oh ja, danke. Oh, da muss jetzt einer dabei sein. Quasi 50-50, ob er lebt. Ja. Ein Lebenspunkt hat er gut noch und noch ein Suppression-Token. Nicht schlecht. Okay, mal die letzten Aktionen vor dem Ende des Spiels. Die Veteranen hier zielen und schießen nochmal auf den Panzer und gucken, ob die nochmal Schaden machen können. Oh ja! Zum Glück ist mal keine Schwachseite. Crits sind ganz cool, wir zielen nochmal. Ja, yep, Critical 2. Oh, er kann theoretisch sterben. Aber nicht. 3 Wunden noch, dann ist er bei 8 und beschädigt. Ja, ich würfel mal einen roten. Ja, für die Quote ist er bewegen auch noch doof. Ja, aber.
Dann haben wir noch 3 Mark 2s hier auf ihn schießen können diese Runde. Ja. Guck, machen wir noch fix, ob er 2D2 den Hookie umbringt. Hat 3 weiße Würfel im Nacken. Erstmal natürlich vorher zielen mit dem Erstwurf. Zielen und schocken. Ja. Oh ja, oh. Zielen. R2 hat auch keine Lust. R2 ist auch nur so flashen für den und fertig. Gut, und jetzt müssen wir es auch nicht mehr groß zu Ende spielen. Wahrscheinlich nehmen die 3 Mark 2, schaffen es vielleicht noch einen Lebenspunkt auf dem Sabertank rauszunehmen. Ja. Und dann der Wagen von den Klonen bewegt sich hier nicht mehr. Mein Wagen bewegt sich noch ein bisschen. Vielleicht. Also, du willst trotzdem mit R2 gewonnen. Ja, dann ist ein Reichweite. Dann ist Reichweite. Genau, das ist R2D2 aufstellen in der Aufstellungszone da vorne. Ja, war jetzt so. Der Sabertank hat die erste Runde natürlich nicht so gut performt, daher war er später halt sehr, sehr gut. Und einfach die Mission und die Aufstellungsanhalt den Klonen nicht unbedingt geholfen, sage ich mal. Und dann kamen die Wookies halt rein und haben halt ganz viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Gut ausgedrückt. Ja. Und dann sind gar nicht mal so viele Klone da. Da steht ja der Sabertank wahrscheinlich noch vergehen. Und dann stehen hier halt noch der Commander, Echo und Typ und R2 mit einem Lebenspunkt. Das ist gar nicht so schön. Gut. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.